Ich bin jetzt mal hier hochgegangen. Hier oben geht's auf jeden Fall weiter. Kommt hoch, kommt hoch. Ach. Wo bist du? Genau, du bist, da bist du. Weil ich befürchte auch, dass wir uns wahrscheinlich hier durchkämpfen müssen. Alter, jetzt bin ich hier völlig fertig. Alter, was ist denn hier los? Wo bist du? Smoker töten. Bist du hier schon durchgelaufen? Nee. Smoker töten. Alter. Aber bitte lass da irgendwas drin sein. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Jungs. Ganz ehrlich, ich bin gleich down. Alter, und jetzt habe ich noch einen Charger. Okay. Das wird's für mich gewesen sein. Noch bist du da. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Komm, 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 komm. Das ist gut, dass du da gerade stehst. Ja, ich weiß. So. Okay, ich bin wieder im Rennen, ich bin wieder im Rennen, ich bin wieder dabei. So, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Scheiße! Na, ich habe keine Munition mehr für meine Hauptwaffe. Alter. Ich stehe hier irgendwie scheiße. Ich auch nicht mehr. Schmeiß einen Molotow-Cocktail. Ja, 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 mach das, mach das, mach das. Weil sonst kacken wir hier gleich ab. Wow, ich bin hinter dir. Oh, die laufen zum Glück alle durchs Feuer. Sehr da gut. Oben ist ein Tank, der ist hier unten. Es ist nur die Frage, wie lange machen wir das hier noch mit, ne? Also ich nicht mehr lange, ich habe noch 4% Leben. Und wo ist der Safe Room? Ich weiß es nicht, ich bin jetzt hoffentlich hier so ein bisschen sicherer. Da ist eine Rohrbombe, die hole ich mir. Rohrbombe ist Alter, raus, ist ja die Rohrbombe Hölle ist hier. Rohrbombe ist raus. Ich bin hier hinten bei dir. Ich bin hinten bei dir. Pass auf! Alter, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen doch irgendwie weiterkommen. Ein Splitter von hinten. Scheiße. Ich lieg auf dem Boden. Scheiße, 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 scheiße. Ich versuche mal hinten zu euch hinzuschießen. Ja, wir sind alle am Boden, ne? Also. Ja, 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 ja. Ich will. Alter! Ein Jockey bei mir, den habe ich getötet. Ich versuche mich zu helfen, ich schieße, ich schieße. Ja. So, ich schieße zu euch hin. Nee, dreh dich um. 180 Grad drehen und helf mir. Ich habe nichts mehr dabei. Einfach E drücken. Guck mich an und drück E. Okay, 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 super, 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 super. Super. Oh. Die anderen beiden auch. Also an Francis bin ich gerade dran. Also wenn ich jetzt nochmal umkippe, bin ich tot und ich habe einen Defli dabei, ne? Das ist Safe Room. Safe Room und da sind die alle drin, ich werd bekloppt. Ich bin drin im Safe Room. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Kommt alle rein. Alter, komm doch rein! Mach dicht, mach die Tür dicht, mach die Tür dicht. Tür ist dicht. Machen wir mal auf für Francis. Obwohl Francis ist down. Der ist down. Ah. Komm rein, Francis. Du hast nochmal aufgemacht? Nee, das war er. So. Alter, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Alter, wenn das nicht knapp war, ganz ehrlich, dann weiß ich es nicht. Und jetzt kommt das Finale auf der Startbahn. Alter, jetzt mal ehrlich, war das knapp gewesen? Das war sauknapp. Gut, dass du hinterher ein ordentliches Kommando gegeben hast. Dreh dich um 180 Grad, komm zu mir, drück E. Boom, fertig. Das war wenigstens mal eine klare Anweisung, weil ich habe vor mir ja auch die alle liegen sehen, ne? Ja, ja. Und dann du, dreh dich um 180 Grad und blub, blub, blub und dann ging's auch.
Oh, warte mal, ich... Alter, haben wir jetzt alle die Medikits? Sieht so aus, ja. Ich werde mir auch gleich mal eins geben. Warte mal, guck mal, ob da noch ein Defli liegt. Aber okay, ich kann mich eh nicht gerade töten. Sonst hätte ich Selbstmord gemacht, hätte ich mich einen Defli holen können. Dann habe ich wieder sozusagen zwei Leben, weißt du? Aber wenn ich jetzt umkippe, bin ich tot. Das ist nicht witzig. Nee. Also ich muss erstmal kurz beisammen für meine Nerven. Oh. Was ist das denn hier? Was ist denn dieses Orangefarbene, was hier liegt? Komm ich, glaube ich, nicht durch, Jungs. Ja, das ist ein Defli. Ach, das ist der. Scheiße. Okay, du hast dich jetzt erstmal... Nee, das war gerade Computer sozusagen. Der wollte mich heilen. Ja, komm. Ich muss mich heilen. Geht nicht anders. Also halt. Ich hab nur noch, ja, ich hab nur noch 2%. 1%. Ja, eben deswegen. Das hat ja sonst keinen Sinn. Ich Idiot. Was? Ich hätte tot umfallen sollen. Da liegt doch ein Defli. Dann hätte ich mich holen können. Ich hätte noch mein Medikit. Ah. Hattest du doch gerade eben so gesagt. Deswegen wundere ich mich jetzt. Ja, aber ich wusste nicht, dass ich Leben verliere. Ich hab einfach Leben verloren. Naja, was soll's. Na gut. Hammer. Okay, ich denke mal, dass jetzt hier hinten das verrammelt ist und hier hinten jetzt die neue ist. Ach du Scheiße. Ganz ehrlich, ich will gar nicht raus. Aber ich glaube, wir müssen, ne? Richtig. Soll ich aufmachen? Ja. Raus. Alter, ich habe auch keine Tabletten mehr, nix. Alter. Guck mal. Siehst du ein Flugzeug da oben? Der stürzt gerade ab. Guck mal. Da oben. Da hinten. Ja. Schnell hin. Ja. Oder landet der? Schafft das? Ich glaube nicht, Nein, schafft er nicht. Kommt auf uns zu. Feuerwehr! Alter. Ja, und da kommen sofort welche. Wenn du dich ducken könntest, könnten wir dir helfen. Alles gut. Alter, hier fängt ja schon gut an hier, wa? Ja. Alter, wir sind gerade mal aus dem Schutzraum raus. Ja, und die anderen können sich schon denken, was das heißt. Munition holen. Ach so, nehme ich auch noch ein Defli mit. Wenn ich schon nichts dabei habe, dann kann ich das wenigstens mitnehmen. So. Jetzt heißt es, so viel wie möglich von den Pennern hier abknallen. Und überleben. Da hinten habe ich da auch noch irgendwie einen Kopf gesehen. Dann snipen wir mal hier kurz ein Stück. Alles, was man hier rumlaufen sieht, töten. Was höre ich hier? Klang wie so ein Jockey, ne? Ja, als wenn er hier gerade direkt bei mir gewesen wäre. Hassen? Nee, war kein Jockey. Das war jetzt einfach ein Zombie, der jetzt hier hochklettern wollte. Ach so. Na, wie laufen wir denn jetzt am besten? Alter, hier laufen aber ganz viele rum. Das nimmt auch kein Ende. Guck mal, da kommt schon wieder einer hoch. Heftig. Ja, willst du noch mal Munition holen, dann gehen wir weiter? Nee, ich habe bis jetzt nur Pistolen benutzt. Ach so, ne, dann. Und zack, runter hier. Ich bin auch unten. So, jetzt ist die Frage, wohin, ne? Hier vielleicht? Ja, würde ich sagen. Hey, ihr da. Ja, wo denn? Ja, eben, wo denn? Hey, ihr da. Hey, du da. War das ein Funkgerät, aber wo? Ich find's lustig, dass hier immer solche LKWs stehen. Hey, ihr da, könnt ihr mich verstehen? Ich glaube, hier will uns einer nur verarschen. Wir gehen mal weiter. Bist du... Funk annehmen, in die Richtung. Ach, das ist ein Militärflugzeug. Alter, was ist denn los? Ach, hinter mir. Ach, du bist gar nicht da. I need one to talk. Ja, ich hab den gerade nicht gesehen, dass hier irgendwie aus dem Feuer gekommen. So, jetzt ist die Frage, wo ist das? Medikits. Da ist es. Also, noch nicht drücken, die Pumpe. Hier gibt's Medizin. Ja, hier ist auch wieder so ein stationäres MG. Wartet, muss heilen. Ich glaube, so langsam weiß jeder, was das bedeutet. Ja.
Alter, so, ich schalte erstmal um. Ach, Tabletten sind hier auch noch. Hab ich schon mal genommen. Oh, oh. Adrenalin. Achso, nur einmal Tabletten. Ja, hier ist auch noch Adrenalin. Komm, nehmen wir mal die Ska. Die macht dann, glaube ich, mehr Sinn gleich. Baseballschläger. Okay. Bei mir hier am Geschützturm ist noch ein Defi, falls ich dann so weit runtergeschossen, also gekloppt bin. Ja. Dass ich mich heilen muss, dann nehme ich das wieder auf. Ja. So, was machen wir jetzt? Wie positionieren wir uns am besten? Ich würde sagen, ja, ist halt schade, dass es halt NPCs sind, da ist noch ein Zombie. Ich würde sagen, auf dem Tankwagen einfach positionieren, oder? Auf den Tankwagen drauf. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht drauf. Also ich glitsche dann immer runter. Ja, ja, irgendeiner müsste natürlich auch das Stationäre hier benutzen. Ja, das würde ich dann wieder machen. Ich weiß nicht. Nee, da kommst du irgendwie nicht rauf. Da Scheiße. Wegen der Pumpe bestimmt. Was du machen kannst, guck mal. Komm mal her. Wo bist du denn? Hier. Da. Dass du vielleicht dann hier rauf kommst irgendwie. Geht das hier irgendwo? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee, shit. Scheiße. Haben die wahrscheinlich mit Absicht so gemacht. Hm. Die Flugzeuge sind mit Absicht genau so abgestürzt, damit wir hier nirgendwo hochkommen. Ja, musst du eventuell... Nee, da kommst du auch nicht hoch. Ja, komm, da muss ich improvisieren. Komm, ich muss improvisieren. Okay, dann stelle ich mich mal ins Geschütz. Okay, dann löse ich jetzt die Pumpe. Okay. Also ich versuche dir für meinen Teil hier den Arsch frei zu halten. Was denn, betanken wir jetzt erstmal hier? Euch. Betanken wir jetzt erstmal hier einen Bomber? Richtig. Oder? Ja, ja, ganz so ein genau. Transportflugzeug. So, das ist jetzt hier unser Finale von der Map. Das ist unser Finale. Das müssen wir überleben. Alter, die kommt von hinten. Ja. Da habe ich hier den Rücken freigehalten. Genau da, wo ich nicht hinkomme. Ja, ja, Alter. Schieß mal einen Gepäckwagen weg. Hier ist gerade ein Hunter durch die Gegend geflogen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin hier sehr konzentriert gerade. Ich werde geschlagen. Ja, nicht mehr. Du hast den Rücken frei. Du hast den Rücken frei. Und du hast die Haare schön. Dankeschön. Du hast den Rücken frei und du hast die Haare schön. Eigentlich fast alles perfekt. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde... Und wenn ich keinen Pickel auf der Stirn hätte, wie er vorhin gesagt hat. Genau. Genau, wenn du keinen Pickel auf der Stirn hättest, dann wäre das natürlich noch besser. Alter, ein Buba. Oh. Den habe ich aber gekillt, aber wir sind alle voll gekotzt. Das ist nicht gut. Ich lade auch gerade nach. Alter, komm, lad nach. Achso, scheiße. Munition! Ja. Bei mir ist es bitter. Ja. Ich schieße. Ich muss jetzt hier kurz hoch, ansonsten. Ja. Ist aber weg. Musste gerade in die andere Richtung schießen. Wie gesagt, ich denke an dich. Das Einzige, was schief laufen kann, ist, wenn ich gerade in eine andere Richtung schießen muss. Okay, der ist auch tot. Mann, da war gerade ein Charger gewesen direkt. Da kommt noch einer irgendwo. Hinter mir. Hinter dir. Alter! Also ich nehme jetzt Medikit. Der hat Ladehemmung gehabt bei mir. Munition! So. Ich hab Medikit genommen, Defli habe ich in der Hand. Ja. Alter, geh ans Geschütz, da kommen ganz viele. Ich bin schon dran. Alter. Von links kommen sie bei mir. Ich schieße, mach dir keine Sorgen, ich schieße dir den Rücken frei gerade. Charger. Die werden dich natürlich mal treffen, aber ich schieße dir den Rücken gerade frei. Ne, schon wieder, ich bin dabei. Nur, dass du dir keine Sorgen machst, sag ich dir das, ne? Ja. Da ist ein Boomer neben mir. Er hat mich angekotzt. Warte, komm schon. Ich hab ihn erledigt, aber wir sind alle natürlich jetzt gerade voll gekotzt. So, ich bin hier wieder dabei. Ein Charger. Nein, der lädt ja wieder nach. Okay, geh ins Geschütz. Bin dran.
bin wieder dabei. Alter, die NPCs stehen gerade wieder voll scheiße. Smoker hat mich. Ja, ich hab... Die NPCs stehen voll scheiße. Die stehen mir voll in der Schusslinie. Aber gut, ich hoffe, wenn die ihre Position da hinten richtig machen, dann kann ich dir hier schön den Rücken frei halten. Mal gucken, ne? Wichtig ist eben halt nur, ne, dass wir immer miteinander hier sprechen und Kommandos geben, was gerade los ist. Also bei mir ist alles leer. Ich schmeiß mal genau. Molly da vorne hin. Deswegen sage ich ja auch, du kannst dich da voll konzentrieren. Bis jetzt ist alles geil bei dir vom Rücken. Bandscheibenvorfall habe ich auch gerade repariert bei dir. Ja, also dein Rücken ist top. Dann habe ich Molly hingeschmissen, das kam auch nicht schlecht. Da kommt auch nichts mehr durch. Aber jetzt ist es wieder weg, schade. Hören wir eigentlich nochmal irgendwas hier von unserer Betankung? Oh, 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 oh. Ein Tank ist da, ein Tank. Grad nicht. Ich schieß gerade voll drauf. Ja, ja. Alter. Jetzt ist er tot. Alter, hat er ausgehalten. Kannst du mir einen Gefallen tun und mich heilen? Okay, wir können in den Flieger. Ab in den Flieger. Wohin, wohin, wohin? Bestimmt hinten. Hinten geht die Laderampe ein bisschen runter. Alter. Francis ist eingekotzt worden. Der sieht ja eklig aus, ey. Ich bin drin. Alter, wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Alter, wir haben's geschafft. Wie geil ist das denn? Wir haben's geschafft. Juhu. Alter, ich reiß hier gerade auch richtig meine Arme hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja. Geil, wir haben's geschafft. Alter, aber... Das hat gefetzt, oder? Ja. Das hat gefetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem bei den Zombies haben die Fleischfetzen gefetzt. Hauptsache, alle Flugzeugpilot ist besser als der vom Heli. Geil. Die Überlebenden konnten fliehen. Gemeinsam sind wir stark und wir haben alle überlebt. Alter, da ging's aber mächtig ab zur Sache, oder? Aber war ein geiles Szenario, fand's nicht auch? Ja, Flughafen generell cool. Das hatten die ja auch mal in Resident Evil Filmen gehabt. Aber von den Animierten, die mit Original, also mit echten Schauspielern, den finde ich jetzt nicht so klasse. Richtig, den habe ich gesehen, den animierten. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie der Film hieß, aber den fand ich richtig, richtig klasse. Den animierten Film. Genau, das war da im Flughafen. Genau. Haben die da nicht irgendwie den Präsidenten oder so? Das war da so eine dicke, fette Sau gewesen, den die doch beschützen sollten. Ja, irgendwie so. Das war irgendwie so ein Minister oder so, irgendein Politiker. Richtig, richtig. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, genau. Was ich cool fand, war dann, dass auch die, die Hauptcharaktere aus dem zweiten Teil wieder dabei waren, also Leon Kennedy und Claire Redfield. Ja, richtig, richtig, genau, genau. Und es gab ja dann nochmal einen animierten Film, aber nur mit Leon. Ja. Der war eigentlich auch nice, der ist echt sehenswert. Also besonders das Finale ist echt geil, muss ich sagen. Ja. Also mit den A-10 und so, super. Genau. Und dann würde ich sagen, dann beenden wir an dieser Stelle die Folge. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und mit der nächsten Map. Tschüss. Tschüss.